Hallöchen, ihr Lieben, da sind wir wieder bei Aquarist und ich habe ja gesagt, ich werde das Ganze hier schon mal vorbereiten, damit wir dann nur noch die Fische einsetzen brauchen, aber ich, Dovi, habe vergessen, Spiel zu speichern, musste alles nochmal nachspielen, was ich in den letzten zwei Folgen gemacht habe, aber macht gar nichts, ich bin sogar, glaube ich, ein bisschen weiter, habe ein paar mehr Regale hier zu stehen, habe die auch wieder aufgefüllt nach dem Verkauf und ja. Jetzt wollen wir hier Fische einsetzen. Jetzt müssen wir aber beachten, dass die Fische, also wir müssen jetzt nach dem Thermometer gehen, also auf 26 Grad gestellt. Und die Fische müssen natürlich das mögen. Und sie müssen zusammenpassen. Das sind hier alles Fische, die auch, fleischfressende Fische. Und jetzt müssen wir halt richtigen aussuchen. Soll ich mal nochmal gucken. 26, okay. So, und die hier, die drei hier oben, die hatten wir ja alle schon, ne? Ich würde halt ganz gerne Seepferdchen reinsetzen wollen, aber ich glaube, da brauchen wir eine ganze Menge. Ich hoffe erstmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil gleich, na, die wollen noch Deko. Aber das hat gepasst, die 5 Fische. Wir brauchen halt jetzt nur noch ein bisschen Deko. Dann nehmen wir mal hier den Anker. Die mögen die ganz gern. Und die Burg können wir noch reinsetzen. Fangen wir mal mit der Burg an. Die packe ich mal dahin, den Anker hier hin. Weiß nicht, ob denen es gereicht hat. Nee. Da muss noch mehr rein. Dann brauchen wir hier noch so ein Blümchen. Da und das hier noch. Blümchen machen wir da. Dings machen wir da. Jetzt haben wir. Ja. Ich will hier auch gleich noch mehr Fische reinsetzen. Aber bevor wir. So, warte mal, die Lampen habe ich glaube auch noch nicht eingeschalten. Genau. Das war mir nicht das Ding. Die eine Lampe abbewegt noch schnell. Das soll mir nicht hier gleich mit in den Verkauf rein. So. Jetzt gucken wir mal. Zack. Offen. Papapapa. Zucker. Money, money, money. Da, 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 da. Ja, schaut mal. 75%, 15 Besucher hatten wir. Unverdientes Geld 3290 Tacken. Yay. Das Ding ist jetzt, ich habe vergessen, die Aquarien richtig einzustellen. Hier konnte ich das ja machen, ne? Schaut mal, hier konnte ich jetzt sagen, bitte nur Fische verkaufen. Deswegen kaufen die jetzt auch unsere Deko hier nicht raus. Sonst müssen wir das jedes Mal erneuern. Hier hat das irgendwie nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil jetzt nicht die richtigen Bedingungen sind oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir natürlich auch mit dem aktiv stehenden Aquarium immer ein bisschen Arbeit, die müssen wir natürlich auch sauber halten. Also immer, wenn verkauft wird, erstmal Aquarien sauber machen und die Fische füttern vor allen Dingen, ganz wichtig. Und schauen, welche Fische wir noch verkaufen müssen, weil zu viel drin sind, sonst vermehren die sich ja nicht. So. Und eigentlich sind hier drei Pflanzen tot. Ich habe die jetzt trotzdem mal drin gelassen. Nicht fertig? Ja. Packen wir das hier erstmal wieder weg. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Engelsfisch. Gucken wir mal. An dem müssen wir uns auch immer dekorationstechnisch halten. Das sieht gut aus. Sind auch nicht zu viele Fische drin. Von denen auch nicht. Und von den Clownsfisch meist immer einer zu viel, aber diesmal nicht. Gut, dann müssen wir die jetzt noch füttern. E. Machen wir gleich zweimal Futter rein. Ja. Hey. Und Lampen. Die Lampen haben sie uns geklaut. Die müssen auch noch mal rein. Vielleicht, weil die Lampen rausgenommen haben und dann beginnt ja immer gleich ein neuer Tag. Kann ich mir halt nur vorstellen, dass dadurch die Algen kommen. Ich bin mir nicht sicher.
Aber ich konnte das Aquarium auch nicht einstellen. So, jetzt haben sie nochmal Lampen drin. Und sind gut gefüttert. Sehr schön. Ja, genau. Dann müssen wir hier natürlich die ganzen Regale wieder auffüllen. Nie vergessen. Zack, zack, zack. So, ist das Aquarium drin. Hier haben sie ja uns Gott sei Dank die Deko nicht geklaut. Fische passt, Deko reicht. Die haben natürlich Hunger. Dann haben wir hier die Goldfische. Die haben auch Hunger, auch nicht so viel drin. Dann müssen wir jetzt noch bei den Guppies gucken. Die kaufen sie mal gerne raus. Haben wir aber noch genug. Alles perfekt. Gut, dann füttern wir die auch einmal. Zack. Ich glaube, hier reicht sogar einmal. Schauen wir mal gleich nochmal nach. Und würde ich jetzt nochmal gucken, ob ich das einstellen kann. Muss ich das vielleicht einmal verkaufen, damit ich es dann einstellen kann? Sag auch. Das wundert mich. Schauen wir mal, hatten die genug Essen? Na, einmal machen wir noch. Da. Gut. Dann das zweite Aquarium halt. Da hatten wir die Seepferdchen drin und ich glaube, da haben sie eins rausgekauft. Genau. Sie müssen wir da noch mal, ich gucke mal zwei nach. Eins reicht. Zack, die sollen sich hier vermehren. Okay, und hier haben sie uns halt auch die ganze Deko rausgeklaut, ne? Wenn ich das denn einstellen, hier geht es. Ich glaube, ich muss das eine Aquarium noch mal verkaufen. Dann müsste das funktionieren. So, was haben sie uns denn rausgeklaut? Ich glaube, hier hatte ich das dann noch. Was haben sie uns, glaube ich, rausgemobst? Dann nehmen wir das noch. Das noch. Zwei. Eins. Mal hier noch eins. So, schauen wir mal. Einmal können wir noch. Und die lieben halt, wie gesagt, diese Truhen hier eigentlich. Setzen wir die noch rein. Oh Gott, die ist ja riesig, oder? Uiuiuiui. Stell ich die da hin? Einfach da rein. Einfach mal da rein. So, jetzt habe ich das aber auch so eingestellt, dass die uns die Deko hier nicht rausmopsen. Die Lampen waren an. Genau. Okay. So, hier können wir jetzt aber auch eine andere Fische reinsetzen. Ich war ja noch gar nicht fertig. Einen Engelsfisch hatten wir ja schon. Ich würde gerne den hier noch mit reinnehmen. Der geht auch von der Temperatur her. Ich weiß noch nicht, wie viel wir da reinsetzen dürfen. Müssen wir gleich machen. Hm? Ja, das passt. Ui. So. Ein paar Fressen brauchen die noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, kaufen wir hier mal noch das eine Regal. Zack. Und diesen einen Tisch. Da können wir mir nicht noch ein Aquarium stellen. Und das machen wir mal auch. Achso, was ich euch auch noch zeigen wollte, ich hatte jetzt hier diese, wie heißen die denn? Teufelsfische, wie waren die? Seeteufel, nicht mehr reingesetzt, weil das ja Fleischfressende waren, ne? Und habe halt stattdessen diesen Barsch hier reingebaut. Der ist roter Blutpapageienfisch. Hab ich denn da auch? Achso. Ich habe Zitronenbuntbarsch. Und ich habe immer gedacht, dass generell alle Barsche auch Fleischfresser sind. Aber da habe ich mich geirrt, sind sie nicht. Denn wie wir sehen, ist das ein Pflanzenfresser. Und deswegen konnte ich den hier mit reinmachen. Und ich finde auch, das sieht ganz hübsch aus. Da sind auch echt viele Fische drin, ne? Eigentlich, glaube, schon viel zu viel. Egal. Gut, dann basteln wir uns mal noch ein Aquarium. So, was müssen wir denn dafür noch alles kaufen? Brauchen wir natürlich wie immer unsere Pumpe, Thermometer und Heizung. Mal schon mal ransetzen hier. Einmal da bitte, danke. Da und da. Dann brauchen wir die Lampen noch. Nehmen wir gleich noch mit.
2. So. Ihr könnt natürlich das auch so einstellen, wenn ihr das Spiel auch spielt, dass die Fische, also dass die alles kaufen können, nicht nur die Fische, sondern auch das Inventar des Aquariums. Aber das kostet unwahrscheinlich viel Zeit, jedes Mal zu gucken, was fehlt denn, was muss ich wieder auffüllen und. In der Zeit habt ihr, glaube ich, nochmal selber. Nein! Okay. Bist ich? In der Zeit habt ihr, glaube ich, nochmal selber ein Aquarium aufgebaut, das ihr dann verkaufen könnt. Oh. Ich verkauft gerade. Nicht verkaufen. Gut, dann brauchen wir jetzt nochmal Erde und Schippe. Und da machen wir jetzt. Dann nochmal ein Süßwasser-Aquarium mit fleischfressenden Fischen. So. Okay. Habe ich nachher echt auf die ganz großen. Wie gesagt, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber irgendwann schaffen wir das. Wir brauchen wie immer Water. Also ich habe dann immer so einen kleinen Ablauf, wie gesagt, wenn die dann verkauft worden sind, ganze Sachen und Fische, dann beginnt ja immer ein neuer Tag und dann erstmal, wie gesagt, die Aquarien checken und die Fische füttern. Fische, die zu viel sind, verkaufen, damit die sich wieder vermehren um einen. Und außer so Fische, die, wo man eh so viele hat, da kann man auch mal 2, 3 verkaufen, ne? So wie bei den Goldfischen oder so, aber bei den Clownsfischen, da meckert der schon, sobald ein Vierter drinnen sitzt, glaube ich. Jo. So, jetzt müssen wir gleich gucken. Temperaturtechnisch. Was denn unsere Fische, die wir hier kaufen wollen, vertragen? Also, wir haben hier einen Fleischfresser. Das ist ein Diskusbuntbarsch. Der mag 27 bis 30 Grad. Dann haben wir den Faunaugenbuntbarsch. Okay, also wenn wir den noch mit reinsetzen, müssen wir uns auf 27 Grad jetzt einigen. Dann können wir den hier auch noch reinsetzen. Hier unten haben wir auch noch einen. Der würde auch gehen. Also wir könnten dann 3 oder 4 Fischsorten reinsetzen. Dann machen wir das erstmal an. Das vergesse ich immer hier. Das hatte ich gesagt, 27, ne? Die Pflanzen müssen dann natürlich auch dafür sein. Da müssen wir dann auch gucken. Also den können wir kaufen. Den auch. Den auch. Den zum Beispiel schon wieder nicht. Das können wir noch kaufen. Machen wir eine größere rein. Dann gucken wir hier noch rein. Das geht auch gerade so. Okay. Ich glaube, das Aquarium schaffen wir nicht mehr bis zur Eröffnung. Macht aber gar nichts. Und die 6 haben wir hier noch. Nehmen wir noch Deko. Hier können wir auch schön Steinchen reinpacken. Einen größeren mache ich gerne rein. Dann machen wir hier noch einen. Da noch einen. So. Ein Steinchen rein. Zack. Genau. Dann hier nochmal sowas. Ein bisschen größer. Dann hier diese Truhen. Sagt, mögen die auch ganz gern. So. Zack. Ja, das Aquarium schaffen wir jetzt nicht mehr. Zur Eröffnung ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, wir mal den hier schon mal rein. Müssen wir erstmal checken, wie viele Fische darf ich denn von dem reinlegen? Ah, einer noch, oder? Ich würde sagen, einer noch. Jo, findet ihr auch ganz toll. Temperatur, alles schicki. Mag er. Dann wollen wir die noch nehmen. Mache ich auch erstmal 2 rein. 2, 2. Und wie gesagt, das sind halt die Kleinfische. Wenn die
Moment. So. Ja. Offen. Wenn die nicht gefüttert werden. So, seid zu Ende führen. 3 Minuten später. Ah, schaut mal. Jahre Leash, oder? 100% Zufriedenheit haben wir mittlerweile. 19 Besucher und verdientes Geld. 3.247. Yeah! Schaut mal, wir haben oben eine neue Aufgabe. Verdiene Geld, um eine Aquaristikausstellung zu kaufen. Und das ist dann, bin ich, der nächste Part. Freue ich mich dann auch. Da geht es dann weiter, aber wird dann auch langsam ein bisschen stressig, weil man sich halt einfach um zu viele Sachen kümmern muss. Ah, macht nichts. Immerhin. So. Regale wieder auffüllen. So, das Aquarium steht noch nicht mal zum Verkauf, ja? Und wir haben schon Algen drin. Crazy Basie. Aber die haben uns schon die Deko rausgekauft, seht ihr das? Das Aquarium stand nicht mal zum Verkauf, Mensch. Müssen wir gleich nochmal neu machen. Ja, aber so lernen wir jetzt auch langsam dann mal alle Fischilis kennen, ne? Dann gucken wir mal, wer ist denn von der Vegetation her hier ein bisschen eigensinniger? Ich glaube, die hier, ne? Na, von dem müssen wir nochmal einen Fisch nachkaufen, um sie uns mir nicht eingemopst. So. Zack. Dann fühlt er sich mir nicht auch gleich wieder wohler. Wir waren ja auch noch gar nicht fertig. Fehlt mir das Bild hier hinten, ne? Machen wir das mal kaufen. Ach, jetzt hat er das wieder an der Seite reingesetzt. Kaufen wir es halt nochmal. Ich will das hinten haben. Hinten. Ihr müsst echt direkt dran stehen. So, gut. Jo, also Vegetation brauchen wir nochmal. Warte mal, da war ja irgendwas Special. 27 Grad, genau. Was haben sie uns denn da rausgemumst? Nicht das erste hier hinten, glaube ich, ne? Was haben wir noch? Was haben wir auch noch? Das geht nicht. Den Busch haben wir auch noch. Können wir nicht reinsetzen. Das hier könnten wir noch reinsetzen. So, machen wir das da. Das da. Dann nochmal Deko, die Steine. Sonst bin ich rausgemopst. So. Und das hier machen wir noch. Müssen wir aber gucken, dass wir nicht zu viel Deko holen. Ich auch schon. Okay, der ist ganz zufrieden. Und der da, Mann. Ja, das passt. Finden die eigentlich ganz gut. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Nur Fische verkaufen, bitte. Dann kaufen wir mir nicht doch nochmal eine Truhe hier. So. Zack. Können halt die Deko aus unseren Verkaufsständen hier kaufen. Aber ich wollte noch eine Fischart reinsetzen. Und zwar den hier, ne? Genau. Der verträgt 27 Grad. Mal gucken, wie viel wir davon reinsetzen können. Der und hier haben wir nochmal einen. So. Da müssen wir noch einen nachkaufen. Von den Diskus und Barschen. Und ich glaube, jetzt müsste der happy sein. Ja, passt. Perfekt.
So, das stellen wir dann hier hin. Und dann haben wir unser nächstes Aquarium. Da. So, jetzt müssen wir aber die anderen Aquarien checken. Also, nach der Deko müssen wir Gott sei Dank nicht gucken, aber wie viele Fische wir drin haben. Hunger haben die auf jeden Fall auch. Beutfische sind okay, die sind auch okay. Und die Guppies sind auch okay. Also, füttern. Zack, zweimal füttern. Sind schon ganz schön weit runter. So. Dann nehmen wir gleich mal hier auch mal rein. Hier noch das andere Futter. Brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Obwohl, die hätte ich gar nicht mehr füttern brauchen, weil das Aquarium muss ich eigentlich verkaufen. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Ja, Deko haben sie eh geklaut. So, wir verkaufen das jetzt mal hier. Puh. Tschüss, Aquarium. War schön mit dir. Muss man eigentlich noch ein neues holen? So. Salt Water. Ach so, hier wollten wir eigentlich auch noch Fische reinmachen, ne? Okay. Hat die einmal? Gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Seepferdchen. Und ich glaube, von den anderen versprochen wir auch noch einen. Also ein Seepferdchen. Und das andere war, glaube ich, der hier. Zwei. Finden die das jetzt toll? Ja. Ich muss doch. Es ging übrigens vorher, ne? Als die Pflanzen also wenn man jetzt zum Beispiel zu früh reingesetzt hat und man hat vergessen, das Salz vorher reinzumachen, dann konnte man die einmal rausnehmen und da reinpacken und dann war die wieder grün, aber das haben sie anscheinend gefixt. Das geht nicht mehr. Habt ihr einmal einen Fehler gemacht, müsst ihr das ausbügeln. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall nochmal Pflänzchen. Gucken wir mal hier mit an. Die hatten wir ja schon. Dann die nochmal rein. Und das hatte ich aber noch rausgenommen. Ey, einmal da. Einmal da. Und einmal da. Sieht doch gleich besser aus. Guck mal, trotzdem nochmal. Ich guck mal, Temperatur 26. Machen wir ruhig noch ein, zwei Sachen rein. Das hier finde ich noch ganz schön, aber da können wir nicht nehmen. In der Temperatur, das hier geht noch. Guck mal, das hier noch rein. So. Hat endlich Deko. Da könnte man auch noch was machen. Muscheln. Guck mal, noch eine Muschel. Na? Hallo Muschel. Setz da rein. Jetzt. Ja. Truhe ist noch da. Okay. So, und ein Fisch können wir noch holen. 27. Ich will niemanden da noch. Den hier, oder? Da müssen wir noch einen reinsetzen. Kardinalfisch heißt der. Das ist ein Kardinalfisch. Ja. Aber findet, dass wir zu wenig Vegetation drin haben. Deswegen müssen wir noch mal hier. Ich mach das mal doppelt rein. Ich nehme nicht so viel Platz weg hier. Huch,
Was war das denn? Nein, ich bin die Kardinalsfisch. Ja, das ist schon wieder... Okay. Finden die toll? Alles schick. Puh. Schön. So, die müssten sich jetzt eigentlich vermehren hier. Gut. Ja. Wie viel Geld haben wir noch? 5.000? Ich habe aber schon alles gekauft jetzt, ne? Ja. Ein Regal mehr frei. Okay. Sehr schön. Ja, ihr müsst halt diese langen Schränke, die hier waren, diese Umkleideschränke, müsst ihr verkaufen. Und dann stehen die ganzen Regale da. Okay, ihr Lieben, das war die Folge. In der nächsten Folge müssen wir das eine Salzwasser-Aquarium nochmal aufbauen, damit wir das auch einstellen können, damit die halt nur die Fische kaufen. Habe ich das hier gemacht? Ja. Sehr schön. Und damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Und dann sparen wir mal auf die 10.000 und dann gucken wir uns mal die Aquaristik-Ausstellung an. Denn da kommen nochmal ganz viele Aquarien hinzu. Und ich sage ja, dann fängt es an, stressig zu werden. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.